Moinsen und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Videoserie zum ThinkPad P51. Wir hatten ja im ersten Teil schon mal ganz genau angeschaut, welche Spezifikationen das P51 hat und welches der Geräte für wen in Frage kommt oder genauer gesagt, welche der verschiedenen Hardware-Komponenten welchen Einfluss auf die Performance haben und wer folglich welches Gerät für seinen Anwendungsfall auswählen sollte. Ich hatte im ersten Teil gesagt, dass der zweite Teil am nächsten Tag kommen wird und das habe ich nicht ganz geschafft. Wir haben es jetzt 12 Tage mittlerweile später. Tut mir leid, ich hatte extrem viel zu tun. Ihr habt in den Kommentaren auch so ein bisschen gefragt, wann kommt denn jetzt das zweite Video so unterschwellig? Es kommt jetzt, es tut mir leid, es war einfach vorher nicht zu machen. Und ich muss es jetzt auch von unterwegs aufnehmen, aber das soll ja der Sache keinen Abbruch tun, wenn so ein bisschen Windgeräusche sind oder so. Tut mir auch das leid, lässt sich nicht anders machen jetzt in dem Moment. Im zweiten Teil wollen wir uns jetzt einmal das Gerät anschauen. Ich werde es auspacken, wir werden es in Ruhe besprechen. Ich werde ein bisschen meine Meinung zu dem Gerät sagen. Und im dritten Teil kommen wir dann nochmal zum Aufrüsten des Gerätes. Da wird es darum gehen, vor allem, wie man den Massenspeicher und den Arbeitsspeicher aufrüsten kann. Weil das sind ja zwei Komponenten, die von Lenovo sehr, sehr teuer angeboten werden, wenn man sich sie so ab Werk konfiguriert. Und die kann man aber auch sehr einfach selbst aufrüsten. Und da werde ich euch zeigen, wie das funktioniert. Jetzt hier in diesem Video werde ich euch wie immer auf der Seite hier so eine kleine Tabelle einblenden, wo ihr sehen könnt, was wo im Video kommt. Ihr könnt dann einfach vorspulen zu dem Teil, der euch besonders interessiert und könnt die Sachen überspringen, die nicht ganz so wichtig sind. Denn dieses Video wird natürlich wieder entsprechend lang sein, weil es viel Inhalt haben wird. Was werden wir alles besprechen? Also, erstmal werde ich noch mal ein bisschen die Abgrenzung besprechen zwischen dem P51 und dem P71, wo da die Unterschiede sind, weil in den Kommentaren häufig gefragt wurde, soll ich jetzt das eine oder das andere nehmen? Und da wollte ich noch ein bisschen auf die Unterschiede so ein bisschen eingehen. Dann werden wir das Gerät auspacken und ein bisschen das Zubehör betrachten, was noch mit beim Gerät dabei ist, beziehungsweise was man sich mit dazu bestellen kann, was ich ja auch zum Teil getan habe. Danach werden wir das BIOS updaten, beziehungsweise das UEFI mittlerweile. Das ist nicht kompliziert, aber man sollte da auf so ein paar Sachen achten und das wollte ich euch dementsprechend auch einmal kurz zeigen. Danach werden wir ausführlich testen, welche Netzteile mit dem Gerät funktionieren, weil das Laptop hat einen 170 Watt Netzteil dabei und das ist ziemlich groß und sperrig. Es gibt aber auch kleinere Netzteile, es gibt aber auch größere Netzteile und da möchte ich einfach mal im Detail gucken, wie verhalten sich die verschiedenen Netzteile am Gerät und kann man vielleicht für Reisen ein kleines Netzteil irgendwie mitnehmen, dass man nicht immer diesen großen Brocken mit sich herumtragen muss. Dann werden wir noch mal ein bisschen auf die Docks eingehen, die bei dem Gerät funktionieren und welche nicht funktionieren oder mit welchen Adaptern die funktionieren. Und zum Ende hin komme ich dann noch mal zu einem kleinen Fazit zum Gerät, meine Meinung sozusagen einmal kurz zusammengefasst. Von daher lasst uns einfach anfangen mit der Abgrenzung zum P71. Die Geräte sind im Prinzip sehr, sehr ähnlich. Die Prozessoren sind die gleichen. Beim Grafikprozessor bekommt ihr beim P71 mit der Pascal-Grafik ein bisschen mehr Leistung, denn das P51 hat nur die Maxwell-Grafik und da auch nochmal unterschieden zwischen Maxwell V1 und Maxwell V2. Nur die mit der M2200 haben die schnellere Grafik. Das hatte ich aber auch schon mal im ersten Teil gesagt, dass das mit der Grafik so eine Sache ist. Dann habt ihr natürlich ein größeres Display. Das ist ein ziemlich großer Vorteil, wenn man zwei A4 Seiten nebeneinander betrachten möchte. Ich persönlich empfinde das P51 zu klein, um zwei A4 Seiten nebeneinander anzuschauen. Und das muss ich relativ häufig machen. Von daher bereue ich schon so ein bisschen nicht, das P71 genommen zu haben. Auf der anderen Seite ist das P71 aber auch deutlich größer und schwerer. Es ist etwa 500 Gramm schwerer. Das P51 wiegt 2,7 Kilo und das P71 3,3 Kilo, also 500 Gramm Unterschied. Und das P71 ist bis zu 6 mm dicker als das P51 an der dicksten Stelle. Das heißt, es ist schwerer und größer und es passt vor allem nicht mehr in alle Taschen rein. Und das war für mich das ausschlaggebende Argument, zu sagen, nicht das P71 zu nehmen. Weil ich müsste alle Laptoptaschen, alle meine Rucksäcke, überall, wo ich das Gerät so reinstopfen kann, austauschen. Weil überall passt nur ein 15 Zoll Gerät rein. Das solltet ihr bedenken, wenn ihr euch fürs P71 entscheiden wollt. Guckt, ob ihr das wirklich auch überall transportiert bekommt. Dafür hat das P71 natürlich aber auch einen DVD-Brenner, beziehungsweise ihr könnt den DVD-Brenner auch rausnehmen und könnt noch eine weitere Festplatte oder was auch immer, 2,5 Zoll Massenspeicher, also auch eine SSD dort einbauen. Und darüber hinaus habt ihr noch einen zweiten Thunderbolt-Anschluss. Das P51 hat nur einen Thunderbolt-Anschluss. Ja, das sind so im Großen und Ganzen eigentlich die Unterschiede zwischen den beiden Geräten. Und dann lasst uns nicht weiter jetzt hier vorweg schnacken. Lasst uns zum Auspacken vom Gerät kommen, denn darauf warten bestimmt die meisten. Ganz oben auf dem ThinkPad-Berg haben wir erstmal den Massenspeicher. Der wird aber erst später eingebaut. Zusätzlich habe ich mir noch eine externe Backup-Festplatte mit besorgt.
immer, wenn man irgendwie tragbare Geräte hat oder sowieso generell immer, braucht man ein Backup von Geräten. Und je nachdem, wie alt die Backup-Festplatten sind, sollte man die auch hin und wieder mal austauschen. Und da das ThinkPad, was ich benutze, jetzt auch schon älter ist, gehört auch die Backup-Festplatte mal ausgetauscht. Dann haben wir noch den Arbeitsspeicher 32 GB, den wir aufrüsten wollen bei dem ThinkPad. Das ist das Sleeve. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht weiter auspacken, aber wir können doch trotzdem mal kurz gucken. Das ist nämlich eigentlich ganz toll. Die waren bisher immer so, dass man die links und rechts rumtragen kann. Das heißt tragen, dem ThinkPad überstülpen kann. Und dann sind die entweder rot oder schwarz. Das finde ich prinzipiell ziemlich cool. Dann haben wir hier noch kleine Kartons. Einmal das Workstation Storage Kit. Das wird den Festplattenrahmen und das Festplattenkabel enthalten für das 2,5 Zoll Laufwerk, also die 2 Terabyte SSD, die ich mir da besorgt habe. Da sind hier so eine kleinen Schaumstoff-Einleger bei. Die werden nachher ins ThinkPad reingeklebt, damit es den richtigen Abstand hat. Und dann sind 2 Kabel da, eins für rechts rum, eins für links rum. Hat den Hintergrund, dass man die Festplatte einmal in den Schacht einbauen kann, der dafür schon vorgesehen ist. Man kann aber auch die beiden M2-Steckplätze ausbauen und kann dann da noch eine Festplatte einbauen, beziehungsweise ein 2,5 Zoll Laufwerk, um genau zu sein. Gut, brauchen wir auch erst später, wenn wir das ThinkPad ausgepackt haben. Als nächstes kommt das Tray. Das braucht man, um eine M2-SSD einbauen zu können, zusätzlich zu der bereits installierten SSD. Und von diesem Tray gibt es 2 verschiedene Varianten. Eine Variante für PCI Express SSDs und eine Variante für MS-ATA SSDs. Das ist ja das alte Protokoll, was aber maximal, ich glaube, 600 MB pro Sekunde macht. Und hier können ja bis zu 3000 MB pro Sekunde aktuell übertragen werden mit PCI Express. Ja, und dieses PCI Express Gerät hat, beziehungsweise der PCI Express Adapter hier, hat noch so ein Thermal Pad mit drauf, was denn die Wärme abführen soll, die so eine PCI Express SSD produziert. Dann haben wir hier noch einen ganz kleinen Karton, wo ich mir gerade gar nicht sicher bin, was das ist. Ach so, das sind die Ersatz-Trackpoint-Kappen. Können wir auch schon mal aufmachen. Das sind diese kleinen roten Knubbel, die man als Mausersatz beim Laptop benutzen kann, die aber auch mit der Zeit so ein bisschen abnutzen. Und da habe ich mir hier schon mal so ein paar Ersatz-Trackpoint-Kappen mitbestellt. Dann gibt es noch einen kleinen Karton. Da wird die Maus drin sein. Das ist das Letzte, was jetzt noch übrig ist an kleinen Teilen. Und die Maus, die hat einen ganz tollen Mechanismus, finde ich. Ich liebe diese Mäuse. Wenn man hier so drückt, dann fährt sie auf. Ist wie so eine Motorhaube. Zack, und Maus wieder zu. Mit dabei sind 2 solche Batterien, Mignon-Zellen, AA-Zellen. Man kann da aber auch wunderbar Anyloop-Akkus benutzen und kann die wieder aufladen. Ist natürlich viel besser für die Umwelt, als wenn man da ständig diese Batterien nachkaufen würde. Dann kommen wir zur Dockingstation, auf der das Laptop zumindest auf dem Schreibtisch nachher ruhen soll. Und ihr seht es hier nochmal bei der Dockingstation, alle Kartons von Lenovo tragen so ein Siegel. Wenn ihr Kartons bekommt, wo das Siegel schon geöffnet ist, dann habt ihr höchstwahrscheinlich einen Rückläufer oder Gebrauchtware erhalten. Von daher immer schön darauf achten, dass die Original-Neuware denn auch versiegelt ist, die ihr bekommt. Und bei dieser Dockingstation ist es so, dass neben dem eigentlichen Dock noch ein 230 Watt Netzteil mit dabei sein soll. Und das ist dieser Ziegelstein hier. Das ist wirklich kein kleines Teil. Das ist schon ganz schön massiv. Fehlt jetzt ein bisschen natürlich die Größenrelation hier für euch, aber ich wiege das Teil mal eben. Dazu brauchen wir einmal ein bisschen Platz, Waage und dann mal drauf damit. Ja, gute 800 Gramm, geschnitten oder am Stück. Wie hätten Sie es gern, darf es ein bisschen mehr sein. Hier steht es auch nochmal, 230 Watt. Das hat schon ganz schön Power, ist eigentlich fürs P71 gedacht. Das braucht ja unter Umständen 230 Watt Netzteil, wenn ihr da die größte Grafikkarte reinbauen lasst. Aber das wird auch dem P51 nicht schaden, wenn ein bisschen mehr Power zur Verfügung steht. Dann gibt es hier eine Faltanleitung, die beschreibt, wie man das Dock zusammenbaut. Ist eigentlich jetzt wirklich nicht schwer. Dock auspacken, auf den Schreibtisch legen, Laptop drauflegen, fertig. Da braucht man keine Anleitung für. Grabbeln wir da mal dran vorbei. Dann kommt das Dock zum Vorschein. Und das ist schon bedeutend größer als die alten Docks, die ja nur bis 15 Zoll waren. Und hier kann man auch das P71 drauflegen. Und von daher ist das Dock ein paar Nummern größer.
Mit dabei sind immer auch zwei Schlüssel hier in so einem kleinen Beutel. Man kann das Dock theoretisch hier mit einem Schlösschen, ich weiß nicht, ob wir das scharf gestellt kriegen, aber hier ist so ein Schloss. Damit kann man es abschließen und dann kann man das Dock selbst mit einem Kensington Lock sichern und dann soll es keiner wegtragen können. Ich würde mich bei einem so teuren Laptop nicht darauf verlassen, dass das von so einem kleinen Kensington-Lockkabel und so einem Spielzeugschlüssel gesichert wird. Aber gut. An Anschlüssen haben wir hinten einmal analog VGA als Bildausgang, denn DVI, das war früher so mein digitaler Standard für Monitore, in Office-Umgebung noch relativ verbreitet. Zweimal DisplayPort, die sollten auch 4K-fähig sein, HDMI. Aber HDMI ist, soweit ich weiß, nur HDMI 1.4. Bedeutet, da geht 4K mit maximal 30 Hertz, aber nicht mit 60 Hertz. Anschluss fürs Netzteil, Netzwerkbuchse für Gigabit und 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB 3.0 Anschlüsse, wovon einer hier powered ist und dann auch zum schnellen Laden geeignet sein soll oder dauerhaft Strom bekommt. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Müsste man nochmal rausfinden. Ja, und hier legt man das Laptop drauf und hier kann man es dann wieder auswerfen. Soweit, so klar. Nun habe ich euch lange genug auf die Folter gespannt. Kommen wir endlich zum großen Finale, dem P51 Laptop. Ich habe schon mal alles andere jetzt hier beiseite geräumt, damit wir ein bisschen Platz gewinnen. Und hier kommt zuerst mal so ein kleines Trägermaterial und dann kommt auch schon das Laptop zum Vorschein. Das lege ich einmal kurz beiseite, dass wir nochmal gucken können, was noch alles im Karton drin ist. Da müsste nämlich auch noch ein Netzteil sein. Und der Karton hat Schlagseite rechts, dann wird hier das Netzteil drin sein. Wollen wir mal schauen. Da müsste jetzt so ein wahrscheinlich 170 Watt Netzteil dabei sein. Wollen wir mal eben kurz gucken. Ja, das ist die 170 Watt Variante. Die ist schon ein bisschen größer als die 135 Watt Variante und ist hier für das P51 eigentlich völlig ausreichend. Hier unten kommt dann noch der Akku zum Vorschein. Und bevor wir uns jetzt das Laptop im Detail angucken, hole ich noch mal kurz die anderen Netzteile hier zum Vergleich. Das hier kennt ihr ja schon, das ist das 230 Watt Netzteil, was beim Dock mit dabei war. Das hier war jetzt das 170 Watt Netzteil, was beim Laptop dabei war. Dann habe ich hier das nächst kleinere, das ist die 135 Watt Variante. Und das kleinste hier in meiner Sammlung ist die 90 Watt Variante. Und wir werden uns dann auch gleich mal angucken, ob das Laptop mit allen diesen Netzteilen funktioniert. Denn ich finde es unglaublich schlecht, wenn man unterwegs ist und hat dieses riesige, schwere Gerät dabei. Theoretisch würde auch das 90 Watt Netzteil ausreichen. Denn das Laptop selbst wird höchstwahrscheinlich irgendwas von 10, 15 Watt oder so in der normalen Benutzung brauchen. Und selbst unter völliger Auslastung können es ja nicht mehr als ungefähr 80, 90 Watt sein. Von daher sollte das 90 Watt Netzteil zum normalen Betreiben und Nachladen des Akkus für unterwegs völlig ausreichen. Nochmal ein kurzer Vergleich, was die Netzteile jetzt wiegen, was man da so mit sich herumbuckelt. Ich versuche das mal möglichst ohne die Kabel zu wiegen. Da haben wir ungefähr 300 Gramm fürs 90 Watt Netzteil, fürs 135 Watt Netzteil 400 Gramm, fürs 170 Watt Netzteil 500 Gramm. Und das Große hatten wir ja eben schon mal grob gewogen. Das war ja bei, naja, 700 Gramm ohne Kabel und 800 Gramm mit Kabel. Gut, dann räume ich jetzt mal wieder auf und dann können wir endlich mal das Laptop in Betrieb nehmen. Darauf wartet ihr ja sicherlich schon. Bevor der große Moment der Wahrheit kommt, schauen wir das Gerät noch einmal in Ruhe an. Oh, das ist schön. Ah, da kann man sich richtig dran erfreuen. Wo waren wir? Hier in der Mitte UltraNav, Trackpoint hier, UltraNav-Tasten. Hier unten gibt es nochmal eine zusätzliche Tastenreihe. Das war ja eine Zeit lang abgeschafft, gibt es jetzt aber hier auch wieder. Hier ist das Kolorimeter. Wie gesagt, habe ich schon bei dem ersten Video erklärt. Ist nicht so wirklich prall, das Teil von der Qualität, aber okay. Hier ist Fingerprint für diejenigen, die, wenn sie mal gezwungen werden, ihr Passwort rauszugeben, einfach den Fingerabdruck abgenommen bekommen. Dann kann man das hier entsperren und das Gerät dann hochfahren. Von daher nur der Tipp von mir, Fingerabdruck ist als biometrisches Merkmal jetzt nicht unbedingt so sicher. Nummernblock gibt es hier dazu. Ist ja bei 15 Zoll Geräten normal. Mein letztes war 14 Zoll, da hatte ich hier keinen Nummernblock. Und ich muss sagen, es ist unglaublich dünn und leicht. Das ist wirklich eine Wonne. Ich komme ja jetzt vom T440p als Hauptgerät und das fühlt sich doch ein bisschen dicker an als das Gerät hier. Und das, obwohl hier jetzt die P-Serie vor uns steht. Hier gibt es noch, das sieht man jetzt gerade nicht, so eine kleine Harddisk-Leuchte, die soll bei Aktivität des Massenspeichers dann blinken. Das war ja auch abgeschafft eine Zeit lang bei Lenovo.
Der rote Punkt wird wahrscheinlich dann auch leuchten und blinken, je nachdem, was man gerade tut. Hier oben ist die Webcam eingebaut. Hätte ich gerne darauf verzichtet, genau wie auf das Teil, aber ist in der Konfiguration jetzt halt so nicht verfügbar gewesen. Schauen wir uns mal die Anschlüsse an, die das Gerät bietet. Ich hoffe, das wird einigermaßen scharf so. Hier ist noch ein Schutzstreifen, den ziehen wir gleich mal ab. Dahinter ist der Express-Card-Slot und hier unten ist der SD-Card-Slot, der dann auch UHS-2-fähig sein soll. Hier auf der Geräte-Rückseite. Ich gucke mal, ob ich das mit dem Fokus so ein bisschen hinbekomme. So müsste das passen. Auf der Rückseite haben wir einmal die Luftauslässe für GPU und CPU. Wenn ich das richtig rumsehe, müsste hier die CPU sein und da die GPU. Dann haben wir den Netzteilanschluss, hier nochmal mit einer kleinen Indikatorleuchte, HDMI. Wie gesagt, HDMI nur 1.4, von daher kein 4K mit 60 Hertz, sondern nur 4K mit 30 Hertz. Hier ist der Thunderbolt 3-Anschluss, gleichzeitig also USB-C und Thunderbolt. Also PCI Express kann man da auch drüber machen, man kann da auch DisplayPort ausgeben. Also das ist der vollbestückte USB-C-Anschluss, wenn man so möchte. Dann gibt es hier Gigabit Ethernet, zweimal USB 3.0, auch wenn die jetzt nicht mehr in blau gehalten sind. Der hier ist dann auch wiederum powered, lässt sich dann wahrscheinlich im BIOS aktivieren, dass der, auch wenn das Gerät aus ist, Strom spendet, dann kann man das Laptop als Akkubank benutzen. Schauen wir mal auf die rechte Seite vom Gerät, wenn man vor dem Gerät sitzt. Ich muss mal, glaube ich, den Fokus wieder so ein bisschen nachstellen. Das ist möglicherweise einfach schon zu nah an der Kamera dran. Kopfhöreranschluss hier vorne, nochmal zweimal USB 3.0 und Mini-Displayport. Kann man denn über Adapter auch auf HDMI nochmal ausgeben oder auf großen Displayport, was man gerade so hat? Finde ich relativ praktisch, wenn man irgendwo Vorträge hält, ist jetzt häufig dieser Mini-Displayport anzutreffen, weil es den auch in der Apple-Welt gibt. Hier nochmal Lüfterauslass und ein Anschluss für Kensington Lock. Auf der Vorderseite ist nichts. Dann kommen wir zur linken Seite vom Gerät. Die hatten wir ja eben schon mal. Aber hier ist denn der Smart Card Reader. Wusste ich gar nicht, dass meine Konfiguration auch einen Smart Card Reader hat. Aber naja, gut. Gut, dann setzen wir mal hinten den Akku ein. Dazu legt man hier die Nasen einmal ein. Einmal so ein bisschen einfädeln, dass das richtig reinrutscht. Runterdrücken. Und dann kann man es hier nochmal verriegeln. Ansonsten auf der Unterseite natürlich der Docking Port Anschluss für das Dock, was ich euch schon gezeigt habe, hier unten die Lüfteransaugöffnungen und hier hinter befinden sich denn die Aufrüstoptionen für den Massenspeicher. Aber das zeige ich euch nochmal in einem nächsten Video, wie man da entsprechend aufrüstet. Jetzt drehen wir das Gerät mal wieder auf die richtige Seite und jetzt kommt der große Kippeltest. Nein, es kippelt nichts, das ist doch schön. Man hat das manchmal, dass die Geräte so ein bisschen kippeln. Das gibt sich dann auch meistens, wird häufig in Foren so als Reklamationsgrund geführt, finde ich jetzt nicht. Das verzieht sich dann relativ schnell in der Regel. Ach so, wir schließen vorher nochmal das Netzteil an, weil falls der Akku jetzt nicht ganz voll ist, haben wir ansonsten ein Problem, wenn da irgendwie bei der Windows-Einrichtung oder sonst was dann nachher der Strom fehlt. Wir haben es jetzt hier gesehen, der blinkt dann dreimal kurz und signalisiert damit, dass Strom angeschlossen ist. Und hier hinten signalisiert ein orangenes Lämpchen, dass er auflädt. Ich vermute mal, das wird grün, wenn er aufgeladen ist, völlig, aber da nagelt mich jetzt nicht fest. Dann kommt der finale Moment der Wahrheit. Wir schalten das Gerät ein. Lenovo hat also bei Windows hier auch den Bootscreen ausgetauscht gegen ein Lenovo-Logo. Das ist jetzt schon der Windows Bootscreen. Und dann kommt höchstwahrscheinlich die ganz normale Windows 10-Einrichtung, wie wir sie so kennen. Das überspringe ich dann einmal kurz, das ist nämlich nicht weiter spannend. Die langweilige Einrichtung von Windows ist soweit abgeschlossen und ich habe jetzt auch schon alle Updates durchlaufen lassen, denn bei dem Schritt, der jetzt kommt, wollen wir auf keinen Fall, dass irgendein Hintergrundprozess uns dazwischen funkt. Deshalb habe ich auch das WLAN disconnected, sodass der Rechner jetzt offline ist und nicht anfängt, irgendwas zu laden oder sonst was zu tun. Es ist auch das Netzteil angeschlossen, denn wir wollen jetzt erstmal ein BIOS-Update machen. Ich habe im BIOS einmal nachgeschaut. Die aktuelle Version ist die 1.0.5 und es gibt bereits die 1.0.6. Und wenn man Geräte neu bekommt, ist es eigentlich immer sinnvoll, erstmal ein BIOS-Update zu machen, weil gerade wenn die Geräte so neu sind wie das Gerät hier, fixt der Hersteller sehr, sehr viele Probleme, die berichtet werden in der Anfangszeit. Und von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, hier das Update einzuspielen. Da klickt man sich jetzt einmal durch und dann installiert er die Dateien, die dafür gebraucht werden. Und dann kommt das Update-Programm. Das fragt jetzt, was es machen soll. Modellnummer ändern oder BIOS updaten. Wir wollen das BIOS updaten. Jetzt sagt er uns nochmal, bevor es jetzt losgeht, gehen Sie sicher, dass Sie das Netzteil angesteckt haben, dass eine Batterie eingelegt ist, dass er jetzt, wenn das Netzteil zum Beispiel mal eine Spannungsschwankung hat oder so, dann nicht
tot geht, denn das Gerät stirbt, wenn es den Strom verliert, während dieses Update vorgenommen wird. Ja, alle geöffneten Programme schließen und nicht in den Ruhezustand gehen oder so. Ich meine, das ist sowieso klar. Okay, next. Ja, jetzt weist er nochmal darauf hin, auf keinen Fall Strom ausstellen. Haben wir verstanden. Und jetzt lege ich da los. Das Ganze dauert in der Regel so 1-2 Minuten. So, jetzt ist das BIOS hinterlegt und wird beim nächsten Start automatisch installiert. Jetzt nicht wundern, das Gerät geht einmal kurz ganz aus und fängt dann erst an, hier das Update durchzuführen. Auf keinen Fall den einen Ausschalter drücken, weil das Gerät irgendwie 5 oder 10 Sekunden ganz tot wirkt. Es ist nicht wirklich tot, es tut im Hintergrund irgendwas. Und jetzt legt er dann auch schön los. Wenn er fertig ist, teilt er das mit und startet dann auch automatisch das System einmal neu. Ob die Aktualisierung funktioniert hat, können wir unter Windows auch einfach nachsehen. Ich benutze dafür am liebsten das Programm CPU-Z. Das starten wir einfach kurz und dann finden wir unter der Registerkarte Mainboard gleich die aktuelle BIOS-Version. Und hier zeigt er uns jetzt an, dass wir jetzt die 1.06 erfolgreich installiert haben. Die ist von Ende März, dauert dann meistens noch 2 Wochen, bis die auf der Webseite von Lenovo auftaucht. Einige schnelle Klicker finden die auch schon vorher und teilen die dann im ThinkPad-Forum mit. Da kann man dann sonst auch mal reingucken, ob da schon was steht, ob es ein Update gibt. Für den Test, ob das Lenovo ThinkPad P51 mit kleineren Netzteilen als dem mitgelieferten Netzteil zurechtkommt, habe ich mir überlegt, dass ich hier Prime 95 laufen lasse. Das soll einfach nur dafür sorgen, dass eine gewisse Auslastung des Gerätes stattfindet. Man könnte jetzt natürlich noch Firmark zum Beispiel mitladen, um auch noch die GPU auszulasten. Aber wir wollen ja einfach nur sehen, ob das Netzteil überhaupt funktioniert. Ich schließe jetzt zuerst mal das 135 Watt Netzteil an und dann können wir beobachten, wie sich die Akkuladung des Gerätes entwickelt. Wir sind jetzt auf 88%. Ich habe das Netzteil angeschlossen. Der Bildschirm ist ein kleines bisschen heller geworden. Das bedeutet, dass das Netzteil auch erkannt wurde und hinten auf der Geräterückseite leuchtet auch die LED, die besagt, dass das Netzteil verwendet wird. Und jetzt heißt es einfach abwarten. Oh, er ist jetzt sogar schon gestiegen von 88% auf 89%. Das heißt, das Netzteil funktioniert. Gut, wir sehen hier auch, wie ganz langsam die Akkuladung hochläuft in 10 Milliwattstunden Schritten. Das ist ja schon mal ein sehr positives Zeichen. Das heißt, man kann das 135 Watt Netzteil unterwegs auf jeden Fall auch benutzen. Gut, ich schalte dann mal um auf das 90 Watt Netzteil. Das 90 Watt Netzteil ist angeschlossen. Es ändert sich aber nichts an der Displayhelligkeit und auch hinten die kleine LED fängt nicht an zu leuchten. Schauen wir hier mal auf den Akkuladezustand. Der ist jetzt aber stabil. Ich ziehe das Netzteil nochmal ab. Jetzt läuft die Akkuladung wieder runter. Es scheint, als ob er den Akku einfach nicht laden würde, aber gleichzeitig das Netzteil benutzt, um damit zu arbeiten. Auch im zweiten Anlauf das gleiche Ergebnis. Der Akkuladezustand bleibt jetzt gleich, wenn das Netzteil angeschlossen ist. Ich werde jetzt mal Prime 95 stoppen und dann können wir mal gucken, ob er dann anfängt, den Akku aufzuladen. Ich ziehe das Netzteil jetzt nochmal ab, geben wir ihm noch eine dritte Chance. Der Akku entlädt jetzt wieder von 2,90 auf 2,60, 2,50, 2,40. Ich stecke das Netzteil jetzt wieder an. Und er bleibt jetzt bei 84,19 Wattstunden stehen. Gut, das bedeutet im Ergebnis, dass mit einem 90 Watt Netzteil das Gerät betrieben werden kann, der Akku aber nicht geladen wird, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ich habe es schon mal im ausgeschalteten Zustand getestet, dann lädt er den Akku langsam. Das heißt aber auch, dass wir ein 135 Watt Netzteil mindestens mit uns herumschleppen müssen, wenn wir das Gerät unterwegs sinnvoll betreiben wollen und auch während der Benutzung nachladen möchten. Zunächst noch ein kleiner Nachtrag zu den Netzteilen. Ich habe das nochmal ganz genau analysiert. Es ist so, wenn man das Gerät mit einem großen Netzteil im Netzbetrieb betreibt, dann verbraucht der Prozessor, also nur dieses Package bestehend aus CPU und der Intel-Grafikeinheit,
in der Peakleistung, also kurzzeitig, bis zu 59 Watt. Spezifiziert sind 45 Watt und die Leistungsaufnahme fällt auch langsam ab auf diese 45 Watt. So nach 10, 15 Sekunden hat man dann von 59 auf 45 sich herabgesenkt. Aber diese 45 Watt werden dann auch gehalten vom Prozessor. Anders ist das im Akkubetrieb. Da geht der Prozessor nicht so hoch, sondern er geht so auf 40 Watt Peak etwa hoch und geht dann ganz schnell runter auf 30 Watt Dauerleistung. Und das ist mir auch bei dem 90 Watt Netzteil aufgefallen. Da hatten wir ja festgestellt, dass dieses 90 Watt Netzteil das Laptop zwar betreibt, aber den Akku nicht lädt. Und das Laptop kann dann zwar ohne Akku-Entladung betrieben werden, aber auch dann wird der Prozessor auf 30 Watt Dauerleistung begrenzt. Das bedeutet, wenn man das 90 Watt Netzteil benutzt, hat man nicht die volle Leistung des Geräts zur Verfügung. Auch das ist nochmal ein Argument dafür zu sagen, dass man auch unterwegs das 135 Watt Netzteil nimmt. Denn das kann dann nicht nur die volle Leistung vom Laptop entfalten, sondern nebenbei den Akku auch noch aufladen, wenn auch ganz langsam. Erst beim 170 Watt Netzteil lädt der Akku schnell auf. Und da ist ein deutlicher Unterschied in der Akku-Ladungsgeschwindigkeit schon zu verzeichnen. Das 170 Watt Netzteil ist damit die optimale Lösung, wenn man die volle Leistung haben möchte und den Akku schnell laden möchte, beziehungsweise wenn man es auch an einem Dock betreibt. Bei dem Workstation-Dock liegt hier aber ein 230 Watt Netzteil bei, was nochmal mehr Leistung theoretisch bereitstellt. Ich habe hier aber keinen Unterschied in der Akkuladegeschwindigkeit, in der Leistungsaufnahme vom Gerät oder in der Leistungsfähigkeit des Gerätes festgestellt. Das bedeutet, das 230 Watt Netzteil bringt den P51-Besitzern keinen Vorteil. Das ist nur beim Workstation-Dock mit dabei, weil das P71, was ja auch aufs Workstation-Dock passt, mit der großen NVIDIA-Grafikkarte noch viel, viel mehr Leistungsaufnahme hat und daher denn das 230 Watt Netzteil eigentlich fürs P71 gedacht ist. Damit kommen wir auch noch mal kurz auf die Dockingstationen zu sprechen. Ich wurde in den Kommentaren darauf angesprochen, dass ich mir das Dock für das P70 bestellt hätte. Das ist nur ein Fehler auf der Rechnung vom Lieferanten. Dieses Workstation-Dock ist wirklich gedacht für das P50, das P70, das P51 und das P71, also für die vier aktuellen großen Workstation-Geräte. Diese großen Geräte, zumindest das P51 und das P50, passt aber auch auf die alten Ultra- und Pro-Docks. Theoretisch. Mechanisch ist es so, dass man so ein kleines Gummiteil hinten im Laptop einsetzen muss, damit es wirklich mechanisch gut einrastet. Und zusätzlich gibt es noch, damit das Laptop besser auf dem Dock aufliegt, so einen Plastikadapter. Das kostet beides zusammen so 45 Euro und dann kann man ein altes Dock aufrüsten. Ob sich das lohnt, sei aber dahingestellt, weil die meisten alten Ultra- und Pro-Docks sind mit 135 Watt Netzteilen ausgeliefert worden. Und da haben wir ja gesehen, dass die nicht die volle Leistungsfähigkeit des Gerätes hinsichtlich einer schnellen Akkuladung entfalten können. Es gibt aber auch Ultra-Docks, die mit einem 170 Watt Netzteil ausgeliefert wurden. Da würde sich meiner Meinung nach dann schon das lohnen, so einen Adapter zu kaufen. Gleichwohl fehlen euch dann aber Schnittstellen, denn ihr habt dann, soweit ich mich erinnere, nur drei USB 3 Schnittstellen. Und der Rest sind USB 2.0 Schnittstellen noch. Und auch sonst ist die Konnektivität von dem alten Dock nicht ganz so gut. Das heißt im Ergebnis, wenn ihr euch einen P50, P51, P71 oder P70 kauft, nehmt das Workstation-Dock und besser nicht auf diese Adapterlösung zurückgreifen. Ausnahme ist das P50S und das P51S. Die funktionieren nicht auf dem Workstation-Dock, die funktionieren nur auf dem Ultra- und Pro-Dock. Gut, damit hätten wir die Dock-Geschichte jetzt auch abgeschlossen. Ein wichtiger Punkt beim P51 war für mich auch das Kühlkonzept und da wollte ich noch mal ein paar Worte zu verlieren, denn das ist bei Lenovo einmalig in der Produktpalette. Eingeführt mit dem P50 und mit dem P70 gab es ja erstmals diese Dual-Lüfter-Kühllösung. Das bedeutet, an beiden Gehäuseenden, also an beiden Ecken hinten, befindet sich ein Lüfter und dazwischen ist eine lange Heatpipe und diese Heatpipe verbindet CPU, GPU und die beiden Lüfter. Das führt dazu, dass wenn man sich das im Wärmebild mal näher anschaut, die Wärme zwar nicht perfekt auf beide Lüfter aufgeteilt wird, ich habe jetzt hier in dem Beispiel nur die CPU, also auf der rechten Seite, ausgelastet. Aber man sieht schon, dass ein großer Teil der Wärme auch zum linken Lüfter mit abtransportiert wird. Und das führt wiederum dazu, dass die Lüfter nicht so schnell drehen müssen und nicht so hyperaktiv sind. Weil wenn die CPU Wärme erzeugt, dann wird erstmal die Heatpipe erwärmt, dann erwärmen sich die Kühlkörper, dann gehen die Lüfter an und strömen die Luft ab. Das ist bei der T-Serie zum Beispiel anders. Da werden ja auch Quad-Cores angeboten. Da geht der Lüfter immer an auf volle Leistung, aus, wieder an auf volle Leistung. Und das hat man hier in der P-Serie nicht. Es ist sehr angenehm und sehr gleichmäßig. Gleichzeitig ist der Ton der Lüfter, dadurch, dass sie ein bisschen größer sind, nicht allzu hochfrequent, sondern eher so ein sonores Rauschen. Das finde ich auch als sehr angenehm. Von daher, die Kühllösung hat mich hier wirklich überzeugt. Und sie schafft es sogar, den Prozessor bei voller Auslastung mit Prime 95, was ja durch diese AVX
Programmierbefehle den Prozessor schon sehr, sehr stark erwärmen kann, auf unter 70 Grad zu halten. Das finde ich schon erstaunlich. Ich habe im Peak mal irgendwo so 73 Grad oder so gesehen. Aber insgesamt bleibt der Prozessor sehr, sehr kühl. Von daher Daumen hoch für die Kühllösung. Das hat Lenovo wirklich mal richtig schön gemacht. Ein Punkt, der zu viel Diskussionen geführt hat, vor allem auch in den Kommentaren zum ersten Video, ist das Display von dem Gerät. Das füllt ja auch die Foren vollständig mittlerweile. Wie beim P50 gibt es auch beim P51, soweit ich das mitbekommen habe, verschiedene Displays. Ich persönlich scheine ein gutes Los aus der Lotterie gezogen zu haben. Mein Full-HD-Display ist sehr hell, kontraststark und auch die Farben gefallen mir. Ich habe es jetzt nicht mit einem Kolorimeter vermessen, denn wenn ich das tun würde und die Zahlen wären nicht überzeugend, würde es mich persönlich enttäuschen. Und euch bringt das jetzt auch nichts, wenn ich irgendwelche Zahlen sage, die überhaupt nicht auf das Gerät zutreffen, was ihr euch bestellen werdet. Denn wenn es wieder so wie beim P50 ist, dass es drei verschiedene Full-HD-Panels gibt, habt ihr mit der Angabe, wenn ich sie tun würde, überhaupt keinen Gewinn gezogen. Wenn euch diese Unterschiede zwischen den Displays interessieren, schaut in die Foren. Da wird es auch zum P51 demnächst von verschiedensten Display-Herstellern die entsprechenden technischen Daten geben. Mein Display, nur mal um so zu erwähnen, ist das LP156WF6-SPK4. Also, wenn ihr ein gutes Display sucht, guckt nach einem Gerät, was diese Kennung hat. Einige Händler bieten euch auch an, auf den Geräten nachzuschauen und euch dann ein schönes rauszusuchen, wenn ihr lieb fragt. Bisher hatte ich ja einige wenige Punkte hier im Video ganz ausführlich besprochen. Kommen wir jetzt im Fazit nochmal so ein bisschen mit dem Blick aufs große Ganze. Was ist vom P51 zu halten? Meiner Meinung nach ist es einfach nur eine sehr solide Weiterentwicklung vom P50. Lenovo hat einfach mal die aktuellen Prozessoren hinsichtlich natürlich der CPU, aber auch der GPU eingebaut. Das heißt, ihr bekommt Kaby Lake und von Nvidia die Maxwell V2, also auch 4K-Videobeschleunigung mit VP9 und H265. Aber es wurde auch ganz, ganz viel an dem Gerät im Detail verbessert. Also keine konstruktionelle große Änderung, aber kleine Details. Der Arbeitsspeicher läuft jetzt mit bis zu 2400 MHz, vorher waren es ja nur 2133 MHz. Das klingt erstmal viel, ist aber, wenn man das in Benchmarks betrachtet, irgendwo so bei 2-3% mehr Leistung. Viel mehr bringt es, wenn ihr einen zweiten Arbeitsspeicherriegel einbaut, weil nur ein Riegel im Single-Channel-Modus läuft und wenn ihr einen zweiten hinzusteckt, verdoppelt ihr die Bandbreite für euren Arbeitsspeicher. Das bringt wesentlich mehr als diese kleine Erhöhung, die jetzt hier stattgefunden hat. Dann kommen die Geräte jetzt mit einem Precision Trackpad. Das ist so eine Technologie, die ist, glaube ich, von Microsoft so ein bisschen forciert worden, damit man nicht immer verschiedene Treiber für die Trackpads braucht, sondern Windows einfach die Trackpads mit einem generischen Treiber ansteuern kann. Die sollen auch natürlich ein bisschen präziser sein, Multitouch und so weiter und so fort. Bringt jetzt für Trackpad-Nutzer unter Windows vielleicht einen guten Vorteil. Wie das unter Linux ist, weiß ich gar nicht genau. Aber ich persönlich kaufe die ThinkPads ja auch wegen dem roten Knubbel, also dem Trackpoint, und habe das Trackpad sowieso direkt nach dem Auspacken abgestellt im BIOS. Von daher, ich denke mal, für die meisten ThinkPad-Nutzer jetzt nicht so der große Unterschied. Dann wurden aber die ganzen Kinderkrankheiten ausgemerzt, die das P50 teilweise hatte. Das ist ja immer so, wenn ein Hersteller ein neues Gerät auf den Markt bringt und das vollkommen neu konstruiert ist, dass es da an vielen Ecken und Enden hakt. Und ich hatte einige P50 schon in der Hand für andere Leute, denen ich das dann eingerichtet habe. Aber ja, kommen wir mal auf die einzelnen Punkte zu sprechen. Das lustigste Problem war, beim P50 war es teilweise so, wenn man das Laptop zugeklappt hat und es war im Akkumodus, sind die Lüfter hochgedreht auf volle Lautstärke oder auf volle Umdrehungszahl. Das wurde schon beim P50 mit dem BIOS-Update behoben, aber trotzdem ein lustiger Fehler der ersten Serie. Dann war ein großes Problem, dass der Akkuhebel bei den P50 anfangs überstand. Das sorgte dafür, dass das Gerät nicht auf seinen 4 Gummifüßen stand, sondern auf 3 Gummifüßen und dem Akkuhebel. Ziemlich blöde Geschichte. Das wurde aber auch behoben. Der Akkuhebel ist jetzt nahezu bündig mit der Gehäuseunterseite. Das heißt, hier liegt das Gerät dann satt auf allen 4 Gummifüßen auf, so wie es sein soll. Da hattet ihr auch schon, glaube ich, einen Kommentar irgendwie zugeschrieben und hattet gefragt, ob das so ist. Also auf jeden Fall, das Problem ist behoben. Und dann gab es ein Soundpop-Problem beim P50. Das sorgt dafür, dass immer so ein kleines Plop-Geräusch hin und wieder aus dem Lautsprecher kommt. Das wurde unter Windows mit einem Treiber-Update behoben. Soweit ich weiß, ist es unter Linux nie wirklich behoben worden. Das ist jetzt beim P50 aber auch nicht mehr der Fall. Ich habe jedenfalls bei meinem kurzen Bootvorgang unter Linux keine Plop-Geräusche aus dem Lautsprecher hören können. Das LTE funktioniert beim P51 jetzt auch. Das war ja auch ein Problem beim P50. Die wurden zwar als LTE-ready ausgeliefert anfangs. Man konnte bei den ersten Geräten das LTE aber nie aktivieren, weil es da ein Abschirmungsproblem zwischen den LTE-Antennen und dem Arbeitsspeicher gab. Und beides läuft mit etwa 2,1 GHz und hat sich gegenseitig gestört. Das Problem wurde bei den späteren Geräten dann irgendwann behoben, aber ist jetzt beim P51 auf jeden Fall auch behoben. Zumal ihr natürlich jetzt auch den Arbeitsspeicher mit 2,4 GHz laufen lassen könnt.
Dann gab es noch so ein lustiges Problem mit Dead on Arrival mit den Geräten vom P50. Da war es so, dass wenn man das Gerät länger nicht benutzt hatte, es einfach, ja, in Anführungszeichen kaputt war. Dieser Defekt ließ sich dadurch beheben, indem man die BIOS-Stützbatterie, also diese kleine Knopfzelle, einmal vom Motherboard gelöst hat, einmal stromlos gemacht hat, das ganze Gerät, und dann wieder neu eingeschaltet hat. Dann ist natürlich das BIOS einmal zurückgesetzt, aber die Geräte ließen sich damit dann wieder in Anführungszeichen reparieren, wurde aber auch inzwischen mit einem BIOS-Update beim P50 behoben. Ja, all diese kleinen Verbesserungen, die jetzt sozusagen ab den ersten Geräten beim P51 schon greifen, sorgen dafür, dass das P51 einfach ein ziemlich solides, tolles, robustes Gerät ist, was extrem viel Leistung mit einem kleinen Fußabdruck bietet. Und ich bin persönlich auch überrascht gewesen, wie dünn das Gerät wirklich ist, wenn man es mal anfasst. Das ist immer eine Sache, ob man jetzt auf den Datenblättern irgendwo 25 mm oder 24, noch was Millimeter liest oder nicht. Oder ob man das wirklich mal in der Hand hatte. Und gefühlt für mich ist das P51 genauso handlich, wenn nicht sogar dünner, als das T440p, also mein altes 14-Zoll-Gerät aus der T-Serie. Und ich bin schon erstaunt, was hier in den letzten Jahren so an Verbesserung, was die Konstruktion betrifft, gemacht wurde. Auch was dieses Doppelkühlungssystem anbetrifft, total tolle Sache. Dass es keine Pascal-Grafik gibt in dem Gerät, finde ich ziemlich, ziemlich schade. Ich hätte mir das gewünscht, dass man auch eine Pascal-Grafik im P51 konfigurieren kann. Ist leider nicht der Fall. Liegt natürlich auch einfach daran, dass Nvidia sagt, wir sehen diese Prozessoren, diese mit dieser hohen Verlustleistung, nur für 17-Zoll-Geräte vor. Lenovo hält sich daran, andere Hersteller bauen die größeren Pascal-Grafikchips auch in 15-Zoll-Geräte ein. Aber Lenovo fährt hier eigentlich immer auf der sicheren Seite. Es ist ja natürlich klar, das Gerät ist ein Business-Gerät für professionelle Anwender und da möchte Lenovo keine Experimente machen. Ansonsten, wie immer bei ThinkPads, breites Serviceangebot. Ihr habt es ja bei mir gesehen im ersten Video, 5 Jahre Vor-Ort-Service-Garantie, Next Business Day, überhaupt kein Problem. Ja, und viel mehr kann man zu dem Gerät eigentlich auch gar nicht sagen. Wenn ihr euch für weitere Details noch interessiert, schaut mal in den Test zum Beispiel von NotebookCheck, den fand ich persönlich ganz gut, vom P50. Die haben sogar 2 Tests gemacht zum P50. Ihr seht, wenn ihr diese beiden Tests durchlest, aber auch, wo das Problem ist, wenn man immer nur einzelne Geräte reviewt. Weil die hatten bei einem Gerät Probleme, die hatten sie beim anderen nicht. Beim anderen hatten sie Probleme, die hatten sie beim ersten nicht. Und auch die Leistung völlig unterschiedlich der Geräte. Und das kommt immer auf die Windows-Installation, auf die Treiber, auf die Konfiguration vom UEFI an. Also diese ganzen Benchmarks zum Vergleich der Geräte bringen eigentlich überhaupt nichts. Und selbst beim Display, ich habe es ja im Video schon gesagt, es bringt nichts, euch jetzt irgendwelche Testwerte von dem Display zu sagen oder die überhaupt vorzunehmen. Mich persönlich würden sie dann nur irgendwie verwirren. Beziehungsweise ich würde dann immer nach dem Besseren streben, wenn ich sie wüsste. Das bringt auch nichts. Gerät bestellen, gucken, wenn man nicht zufrieden ist, zurückgeben. Man hat ja 14 Tage Widerrufsrecht, wenn man die Geräte online kauft und sich nicht allzu sehr von solchen Tests berichten und vor allem Benchmarks von Geräten verwirren lassen. Das führt letztendlich zu nichts. Schaut euch die Geräte an. Ihr habt sie jetzt hier bei mir im Video gesehen, das P51. Schaut es euch irgendwo an, wo ihr es euch anschauen könnt. Es gibt so Lenovo Showrooms. Die sind nicht allzu gut gesät in Deutschland. In Norddeutschland gibt es fast keine. Ich persönlich bin bis nach Berlin gefahren, zu CeCon von Schleswig-Holstein nach Berlin, um einen Laptop zu kaufen. Ihr seht, wenn man das mit ThinkPads wirklich solide haben möchte, muss man unter Umständen da weite Wege eingehen. Ja, ich hoffe, das Video war jetzt soweit hilfreich. Es kommt noch der dritte Teil zum Aufrüsten von Arbeitsspeicher und Massenspeicher. In diesem Sinne sage ich, auf bald.